Yo, was geht ab, Leute? Heute endlich habe ich meine Wohnung gekriegt. Oder kann ich meine Wohnung haben? Freund von mir zieht aus dieser Wohnung. Aber ich habe ein paar Fragen. Hey, Mas, schön, na, dass du da bist. Ist dir gut? Komm rein, ich packe gerade noch ein paar Kartons. Welche Kosten sind die in der Miete enthalten? Naja, es gibt zum einen die Kaltmiete. Das weißt du ja. Das ist die reine Miete ohne Betriebskosten. Mhm. Und dann gibt es die Warmmiete, da sind eben die Betriebskosten mit drin. Dann kommt eben noch Strom dazu. Das ist extra, muss ich sagen. Strom ist extra, genau. Und ansonsten Telefon, Internet und Rundfunkgebühren. Ach so. Die musst du dann aber, wenn du einziehst, selber anmelden. Muss ich selber die Wohnung renovieren oder macht das jemand anderer? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder du bekommst die Wohnung renoviert übergeben. Mhm. Dann musst du sie bei deinem eigenen Auszug natürlich wieder in dem Zustand hinterlassen. Oder aber du bekommst sie nicht renoviert übergeben und musst selbst renovieren. Aber das wird im Mietvertrag eigentlich alles so festgeschrieben. Ja. Wenn ich bei der Wohnungsübergabe Mängel sehe, muss ich das selber reparieren? Bei der Wohnungsübergabe wird ein Übergabeprotokoll erstellt und da werden dann alle Mängel mit reingeschrieben. Und da wird dann auch gleich geklärt, ob der Vermieter für die Mängel aufkommt und die repariert und bis wann. Oder ob ein Teil davon du als neuer Mieter übernehmen wirst. Ansonsten werden auch die Zählerstände zum Beispiel mit aufgeschrieben. Also vom Stromzähler oder wenn du eben wie hier hast einen Gaszähler. Was ganz wichtig ist, ist auf Schimmel zu achten bei der Begehung dann. Also immer schön mit offenen Augen durchlaufen. Hast du viel Schimmel hier? Nein, habe ich nicht. Weil das kann wirklich schwerwiegende Folgen haben. Einerseits für dich natürlich gesundheitlich. Aha. Aber das kann dann eben auch zu großen Problemen mit dem Vermieter führen. Was ist mit dem Reparatur, falls ich später Probleme habe? Bei Reparaturen ist es so, dass so kleine Reparaturen, so ungefähr um die 100, 150 Euro, das musst du meistens bezahlen als Mieter. Mhm. Und die größeren Reparaturen, wenn jetzt mal was an der Gasanlage oder so ist, dann übernimmt das der Vermieter. Worauf muss ich noch achten? Am besten als erstes, dass du zur Bank gehst, dir für Miete, für Strom, für die ganzen laufenden Kosten am besten entweder einen Dauerauftrag einrichtest oder ein Lastschriftverfahren, damit das Geld eben immer pünktlich rausgeht und du da keinen Ärger bekommst. Und am Ende musst du auch noch dich ummelden. Das machst du beim Bürgeramt und dafür brauchst du die Bescheinigung des Vermieters. Ja, ansonsten gibt es eben noch die Hausordnung. Rücksichtsvolles Miteinander ist wichtig, denke ich. So, Freunde, Augen offen bei den Wohnungsübergaben, damit ihr nicht später Probleme habt. Um mit eurem Nachbar klarzukommen, einfach der Hausordnung einhalten. Geht sorgsam mit eurer Wohnung um. Ihr wohnt einfach da. Und bei allen anderen Fragen, versteckte Kosten oder rechtliche Probleme, euch einfach bei der Verbraucherzentrale melden. Die helfen euch voll gerne. So, danke dir. Sehr Mach's gern. Gut. Und nächstes Mal kommst du mich besuchen hier. Ja, in meiner alten Wohnung, gerne. Aber sag mal, woher kennst du das alles? Wie hast du diese ganze Information bekommen? Naja, ich habe mich vorher in der Verbraucherzentrale kundig gemacht.